So, hallo und herzlich willkommen auch heute zu unserer Zentralübung. Ich hoffe, dass Sie alle da sind, dass Sie mich hören und sehen können. Und wenn Sie das tun können, dann schreiben Sie doch auch kurz Hallo in den Chat, dann weiß ich, dass Sie da sind. Sie wissen, dass Sie nicht ganz alleine vor dem Rechner sitzen, sondern ganz viele andere Leute auch dabei sind. Und dann können wir auch direkt starten. Ich habe mir diesmal keine organisatorischen Sachen aufgeschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob das daran liegt, dass wir nichts zu besprechen haben oder dass ich es vergessen habe, beziehungsweise mir nichts eingefallen ist. Aber ich glaube, dass es fast irgendwie nicht so viel Wichtiges zu sagen gibt. Ich hoffe, Sie haben sich alle für die Studienleistung angemeldet, die ja jetzt anfangen. Und das ist jetzt erstmal neben Vorlesungen und Übungen das Wichtigste, dass Sie sich jetzt bis nächsten Freitag dann, also Freitag in der nächsten Woche, mit den drei Aufgaben beschäftigen, die wir Ihnen gestellt haben und da eine gute Lösung am Ende einreichen. Das ist dann die erste von drei Teilaufgaben von der Studienleistung. Haben Sie sich das alles schon angeschaut? Schreiben Sie mal schnell Ja, Nein in den Chat rein. Schreiben Sie mal Ja in den Chat rein, wenn Sie sich die Studienleistung schon angeschaut haben. Sehr gut. Der Stream wird wie immer aufgezeichnet. Den finden Sie dann gleich im Anschluss direkt auf Twitch. Ich verlinke den dann auch wieder. Und ich werde jetzt dann auch noch die beiden Aufzeichnungen von den ersten Wochen nachliefern bzw. auf YouTube hochladen, sodass Sie sich die dann auch für immer anschauen können. Sind aber im Moment beide noch auf Twitch zu sehen und im Grips-Kurs verlinkt. Jetzt kam ein paar Ja's, aber nicht so viele, wie wir gerade Zuschauer und Zuschauerinnen haben. Das kann entweder daran liegen, dass ganz viele Leute hier sind, die nichts mit dem Kurs zu tun haben. Auch an Sie herzlich willkommen. Also, falls Sie es nicht wissen, Sie sind gerade Teil einer offiziellen Lehrveranstaltung der Universität Regensburg. Oder es kann sein, dass einige von Ihnen noch nicht auf diese Studienleistung geblickt haben. Und da würde ich jetzt nochmal die Chance nutzen, Ihnen zu sagen, machen Sie das auf jeden Fall, wenn wir Ihnen das veröffentlichen. Gestern war Feiertag, das ist geschenkt, aber spätestens heute einfach mal über die Handouts drüber lesen, kurz schauen, ob Sie das alles verstanden haben und dann so früh wie möglich damit beginnen, an der Aufgabe zu arbeiten. Sie haben relativ lange Zeit. Sie werden nicht 10 Tage oder so dafür brauchen, um die Sachen zu lösen. Aber wenn Sie erst nächsten Freitag bemerken, dass Sie irgendwie Hilfe von uns brauchen, irgendwas nicht verstanden haben, dann wird es vielleicht ein bisschen knapp. Also auch wenn Sie vorhaben, noch nicht heute oder morgen damit zu beginnen, Klammer auf, sollten Sie aber, Klammer zu, schauen Sie auf jeden Fall in die Handouts rein und melden Sie sich bei uns, wenn es Probleme gibt. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. Wir haben im Discord darüber abgestimmt, was wir heute machen möchten. Und wenn ich das richtig gelesen habe, dann war die Essenz daraus, Sie würden gerne einmal noch ein komplexeres Bouncer-Beispiel gemeinsam programmieren. An dem Beispiel schauen wir uns dann die neuen Themen, nämlich Methoden mit Parametern und Rückgaben an. Und dann schauen wir uns die Graphics-App nochmal in einer etwas kleineren Demo an. Ist das in Ordnung so? Schreiben Sie einfach wieder Ja, Nein in den Chat rein, wenn Sie da d'accord sind. Okay, dann finden wir oder fangen wir gleich an mit Bouncer. Ich zeige Ihnen gleich, was wir vorhaben. Vorher, während ich jetzt noch mal kurz einem Screenshot erkläre, was unser kleines Problem für heute ist, laden Sie sich, wenn Sie mitprogrammieren möchten, das Starterpaket aus dem Grips-Kurs runter. Vielleicht kann irgendjemand auch noch mal den direkten Link hier reinposten oder den Grips-Link. Ist mir eigentlich egal. Aber da finden Sie auf jeden Fall wieder dieses Starterpaket, mit dem Sie dann genauso hier an der gleichen Stelle anfangen können zu programmieren, wie ich das auch gleich machen werde. Also das runterladen, wenn Sie möchten, und dann mitmachen. Dann schauen wir mal, ob das, ja, das klappt. Wunderbar. Das sind die beiden Aufgaben, die wir heute bearbeiten möchten. Einmal die erste Bouncer, die zweite Graphics-App. Das heißt, uns interessiert jetzt erstmal vor allem die linke Seite. Und das ist die Welt, in der Bouncer heute Abend steht. Bouncer startet hier unten. Und ich glaube,
man kann es gar nicht falsch sehen, beziehungsweise man kann es gar nicht anders interpretieren. Sie sehen sofort, was Sache ist. Bouncer steht natürlich in einer Mine. Das ist eine Mine, weiß ich nicht, was für eine Mine, in der es Schächte gibt. Und Bouncers Aufgabe ist es, die komplette Mine von seiner Startposition bis hier zu dieser Zielposition zu durchwandern und dabei in jeden dieser Schächte reinzuschauen, dessen Tiefe zu bestimmen, also wie viele Felder geht es runter in diesem Schacht. Und dann soll Bouncer den Eingang des tiefsten Schachts markieren. Also das wäre in diesem Beispiel hier dieses Feld. Und am Ende, wenn er auf diesem Zielfeld angekommen ist, soll diese Markierung über dem tiefsten Schacht immer noch da sein und kein anderer Schacht soll markiert sein. Also komplexe Beschreibung dafür. Für Bouncer soll den tiefsten Schacht suchen, am Eingang von Schacht, von dem Schacht ein blaues Feld hinterlassen und dann auf dem letzten Feld der Mine stehen bleiben. Diese Problemstellung jetzt erstmal oder diese kleine Weltbeschreibung, ergibt die für Sie erstmal Sinn? Oder gibt es da jetzt noch Fragen, die wir, bevor wir uns damit beschäftigen, wie wir dieses Problem lösen, klären sollten? Also wie letztes Mal, wollen Sie irgendwas noch wissen über die Welt, in der Bouncer dieses Problem zu lösen hat, diese spezifische, oder können wir loslegen, uns dieses Problem genauer anzuschauen? Schreiben Sie los in den Chat rein, wenn es losgehen kann. Oder wenn Sie noch eine Frage haben, irgendwas noch wissen möchten zu dieser Welt, dann schreiben Sie was anderes rein. Oder zum Beispiel Ihre Frage, die Sie noch haben. Während ich Ihnen da kurz Zeit gebe, schaue ich mal, ob ich meinen Cursor finde. Dann können wir hier das nochmal rauslöschen. Dann haben wir die Vorschläge, schauen wir uns mal an, was wir jetzt programmieren müssen. Wir machen wieder so ein bisschen Dekomposition. Also zumindest versuchen wir mal ein paar Teilprobleme zu identifizieren, die Bouncer so lösen muss. Und dann würde ich sagen, gehen wir relativ schnell dazu über, das Ganze im Code zu programmieren. Da würde ich vorschlagen, wir bauen uns zuerst einen kleinen Rahmen für die Anwendung und dann versuchen wir immer tiefer die ganzen Teilprobleme zu lösen. Aber wenn Sie jetzt mal dieses Problem aufteilen müssten in eine große Aufgabe und eine etwas kleinere Aufgabe, die wir vielleicht wiederholt ausführen müssen. Was wären dann diese beiden ersten größeren Dinge, Teilprobleme, über die wir reden können? Es gibt wahrscheinlich so eine große Sache, die Bouncer machen muss, und eine Sache, die er dann häufiger machen muss. Wie würden Sie die nennen? Während Sie da mal kurz überlegen, die Meldung, die gerade im Chat kommt, Invalid VSC Root Mapping, das können Sie einfach ignorieren. Das ist meine Schuld. Es ist meine Schuld. Also ich habe die Projekte nicht hundertprozentig korrekt vorbereitet. Das ist aber nichts, was irgendwie funktionale Auswirkungen hat. Das können Sie einfach wegklicken und ich versuche mich daran zu erinnern, das in Zukunft nicht mehr passieren zu lassen. Aber ist völlig unwichtig. Können Sie einfach ignorieren, diese Meldung. In ein Loch gehen und die Tiefe bestimmen. Das ist auf jeden Fall was, was wir als Teilproblem lösen müssen. Also wir müssen irgendwie wahrscheinlich von dieser Position aus hier diesen Schacht vermessen. Und dann würden wir ein Ergebnis rausbekommen, irgendeine Tiefe in Feldern. Das wäre hier wahrscheinlich 4 und hier wären es 2, hier wären es 5 und da wären es 3. Also das ist auf jeden Fall so eins dieser Teilprobleme, die wir implementieren müssen. Da müssen wir uns noch überlegen, wo steht Bouncer am Anfang, wie bestimmen wir die Tiefe, wo bleibt Bouncer stehen, wie geben wir diese bestimmte Tiefe zurück ins restliche Programm. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon was, was wir auf jeden Fall brauchen. Die Tiefe der Mine vergleichen, das ist bestimmt auch ein gutes Teilproblem. Also wenn ich irgendwann mal eine Mine gefunden habe, die 3 Felder groß ist, und dann finde ich eine zweite Mine, die ist 5 Felder groß, dann muss ich mir die Frage stellen,
Welche davon ist die tiefste Mine, weil ich ja am Ende nur ein Feld oder einen Schacht markieren soll. Genau, das ist auf jeden Fall so ein Teilproblem. In was für einen größeren Rahmen werden wir dieses Problem hier, also dieses Finden oder das Bestimmen der Tiefe eines Schachtes einbetten? Also ich stimme Ihnen absolut zu. Das müssen wir bestimmt häufiger machen, dieses in ein Loch reingehen und zählen. Aber das machen wir ja, während Bouncer eigentlich nochmal auf so einer übergeordneten Ebene was anderes macht. Wissen Sie, worauf ich hinaus möchte? Schreiben Sie mal einen verwirrten Smiley in den Chat, wenn Sie ganz auf dem Schlauch stehen oder ich das hier irgendwie komisch beschreibe. Von links zur rechten Wand gehen und schauen, ob links von ihm Minen sind. Genau, das ist genau das, worauf ich hinaus möchte. Wir müssen irgendwie implementieren, wahrscheinlich, dass Bouncer von seiner Startposition aus durch diese Mine wandert, hier am Ziel stehen bleibt. Und wir müssen auf diesem Weg eine Sache immer prüfen: Sind wir auf so einem Schacht? Und wenn ja, dann lassen wir Bouncer diese Tiefe bestimmen und machen dann mit unserem Programm weiter. Okay, also das sind die beiden Sachen, die ich jetzt für den Anfang mal klären wollte. Wir brauchen irgendwie so einen großen Rahmen. Bouncer läuft durch diese Mine, stellt fest, ob er gerade, während er sich über diese Mine bewegt, durch diese Mine bewegt, an einem Schacht angekommen ist. Wenn ja, was machen wir dann? Wir bestimmen die Tiefe. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir das restliche Problem lösen. Dann müssen wir nämlich uns darum kümmern, Felder bzw. Schächte auch zu markieren. Aber lassen Sie uns erstmal das jetzt versuchen, in Code zu gießen. Und dazu wechseln wir in unsere Entwicklungsumgebung. Können Sie den Code gut lesen? Schreiben Sie mal wieder ja, nein in den Chat rein. Okay, ah, Sie können das gut lesen. Das ist das Starterpaket für diese erste Aufgabe. Bouncer vermisst die Mine. Da das ja jetzt das letzte Mal ist, der letzte Tag, an dem wir uns ganz offiziell mit Bouncer beschäftigen, vielleicht auch ein kleines Wortspiel. Hier nochmal die Beschreibung, was Bouncer tun soll. Wie immer die Bounce-Methode, in der es losgeht. Da wird eine bestimmte Karte geladen und diese Main-Methode, die wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, die beim Programmstart automatisch ausgeführt wird und die dann indirekt dafür sorgt, dass diese Methode hier gestartet wird. Ich starte mal das Programm und wir schauen uns an, wie das Ganze ausschaut. Sollte bei Ihnen jetzt auch so ausschauen, wenn Sie mitmachen möchten. Natürlich, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, aber ich glaube, das antizipieren Sie mittlerweile. Die Position und die Tiefe dieser Schächte, die könnte auch anders sein. Wir schreiben ein Programm, was das für beliebige Konfigurationen an Minen löst. Solange das erste und das letzte Feld kein Schacht ist, können wir oder soll unser Programm dieses Problem dann lösen. Okay, ich würde sagen, wir starten mal. Und ich würde damit anfangen, dass ich zuerst eine Methode, eine neue anlege, weil ich würde gerne dieses gesamte Problem, also alles, was in diesem Programm passiert, in einer Methode bündeln, dann natürlich mit Untermethoden dieses Dekompositionspattern umsetzen. Aber unser gesamtes Programm soll nochmal eine extra Methode sein und diese Methode rufen wir dann in der Bounce-Methode auf. Das heißt, erster Schritt. Neue Methode anlegen, Private Void. Void, wissen Sie mittlerweile, was dahinter sich verbirgt. Das ist eine Methode, die hat keinen Rückgabewert, die macht einfach irgendwas. Und jetzt beschreiben wir mal unser Problem. Vielleicht sowas wie Find and Mark Deepest Shaft. Sowas in der Art vielleicht. Das ist vielleicht noch ausdrucksstark genug, um zu beschreiben, was hier passieren soll. Bouncer soll den tiefsten Schacht finden und den markieren. Die Methode rufe ich ganz am Anfang auf. Find and mark deepest shaft. Und in der Methode selber fangen wir jetzt an zu programmieren.
Ich habe schon gesagt, wir brauchen, ich zeige es Ihnen nochmal, irgendeinen Rahmen, in dem unser Programm stattfindet. Und dieser Rahmen soll sein, Bouncer wandert durch diese Mine oder wandert diese Mine entlang und hört hier am Ende auf zu laufen. Und wenn er auf seinem Weg an so einem Schacht anstößt oder ankommt, dann sollen wir diese Messung durchführen, also feststellen, wie viel Felder es darunter geht. Solve Puzzle können Sie natürlich auch, also Sie können die Methode jetzt an dieser Stelle nennen, wie Sie möchten. Mir ging es nur darum, dass das nicht in dieser Bounce-Methode stattfindet. Solve Puzzle, ja, beschreibt ja auch irgendwo, was passiert. Ich würde jetzt mir herausnehmen zu behaupten, dass mein Name vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist, weil er das Problem noch mit beschreibt, aber ich würde absolut in Ordnung, würde es absolut in Ordnung finden, wenn Sie diese große Rahmenmethode, in der das stattfindet, Solve Puzzle nennen. Also überhaupt kein Problem. Wenn Ihnen noch ein besserer Name einfällt, können Sie das ja umbenennen. Vielleicht auch der Hinweis, Code programmieren an sich oder Quellcode Software, die hat eine ganz besondere Eigenschaft, die fast kein anderes Produkt in Anführungsstrichen hat, was man so findet in der Welt. Die ist nämlich absolut veränderbar. Sie können Ihren Quellcode ständig verändern. Wenn Sie mal ein Programm geschrieben haben und Sie schauen am nächsten Tag nochmal drauf, auch wenn Sie das angeblich schon abgeschlossen haben, Sie können alles nochmal austauschen. Methodennamen, wenn uns irgendwann besserer einfällt, können wir den einfach verändern. Da gibt es sogar in der Entwicklungsumgebung eingebaut, wenn Sie diesen Methodennamen markieren und dann auf Refactor und Rename gehen, eine Möglichkeit, dass Sie diese Methode umbenennen und alle Aufrufe, die diese Methode möglicherweise im Programmcode hat, automatisch auch mit zu ändern. Refactoren sagt man, wenn man im Code irgendwas verändert, was den Code vielleicht lesbarer macht, ihn qualitativ hochwertiger macht, ohne dass die eigentliche Funktion des Programms verändert wird. Und das nur jetzt anekdotisch nochmal kurz. Nehmen Sie einfach einen Namen für die Methoden. Ich mache das mal ganz kurz rückgängig, die Ihnen gut erscheinen und Code ist geduldig. Das ist einfach Text. Wenn Ihnen irgendwann was Besseres einfällt, einfach dann den entsprechenden Methodennamen verändern. Und so können Sie dann Stück für Stück immer Ihren Quellcode auch verbessern auf dieser qualitativen Ebene. Okay, dann fangen wir jetzt aber mal an, hier drin unseren Weg durch die Mine zu gehen und für den ganz, ganz großen Rahmen unseres Programms würde ich jetzt mal Ihnen eine kleine Hilfestellung direkt geben. Ich lasse Bouncer so lange, bis er an der gegenüberliegenden Wand angekommen ist. Das ist für uns in unserer Fantasiefeld das Ende der Mine, nach vorne gehen. Das heißt, solange sich Bouncer nach vorne bewegen kann, solange Bouncer uns, wenn wir ihn mit dieser Methode fragen, ob er nach vorne geben kann, die Rückgabe true, also ja, gibt, machen wir was. Und was machen wir? Wir bewegen uns nach vorne. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann wenig überraschend, ich kann das auch beschleunigen ein bisschen, bewegt Bouncer sich ganz bis zum Ende durch. Das ist aber nicht unser Problem. Wir müssen jetzt dieses und dieses Feld irgendwie feststellen, wenn wir auf dem sind, dass wir dann an diesen Positionen jetzt anfangen können zu erkennen, dass Bouncer jetzt mal was anderes machen soll, nämlich diese Schächte vermessen. Sie können das mit dem Pluszeichen, mit der Leertaste können Sie Bouncer pausieren. Mit dem Pluszeichen auf dem Nummernfeld können Sie die Geschwindigkeit erhöhen und mit dem Minuszeichen können Sie die Geschwindigkeit reduzieren. Also Leertaste pausieren, Pluszeichen Geschwindigkeit erhöhen, Minuszeichen Geschwindigkeit reduzieren. Funktioniert nicht mit allen Bouncer-Beispielen, aber mit denen, die wir Leertaste gedrückt halten, geht bei mir auch. Okay. Das sollte gar nicht funktionieren, aber kann sein. Okay, jetzt möchte ich für jedes Feld feststellen, ob ich über einem Schacht bin. Und ich glaube, es wurde gerade im Chat schon gesagt, man kann da mit einer If-Bedingung arbeiten. Und die Bedingung, die wir prüfen möchten, ist, kann Bouncer sich nach rechts bewegen?
Solange er nicht über einem Schacht ist, schauen wir uns die Karte an. Solange Bouncer nicht über einem Schacht steht, ist ja dieser Weg blockiert nach rechts. Und wenn er jetzt genau wie hier, ich habe es im richtigen Moment pausiert, auf diesem Feld steht, dann ist der Weg nach rechts plötzlich frei. Also rechts heißt immer, ausgehend von der Blickrichtung nach rechts, kann er sich theoretisch, wenn er sich umdreht, in diese Richtung bewegen. Ja, dann ist das für uns das Signal, jetzt müssen wir anfangen, diesen Schacht zu vermessen. Lassen Sie uns das mal ergänzen. Wo ergänze ich das? Ich weiß ja, das erste Feld und das letzte Feld, das habe ich einfach so bestimmt, können kein Schacht sein. Da ist auf jeden Fall immer der Weg blockiert. Das heißt, ich kann mich gefahrlos immer einen Schritt nach vorne bewegen. Ich vergesse da nichts und kann jetzt, wenn ich dann auf dem neuen Feld angekommen bin, diese Bedingungsprüfung machen. If Bouncer. Can move. Right. Wenn das der Fall ist, dann muss ich irgendwas machen. Und zwar muss ich dann dieses Verhalten jetzt auslösen oder diese Teilfunktion, diese Methode wahrscheinlich auslösen, die dafür sorgt, dass Bouncer jetzt den Schacht, über dem er steht, betritt und misst, wie viele Felder das so hat und mir dann diese Information zurückgibt. Das ist jetzt unser erstes großes Problem. Wir wollen den Schacht, auf dem wir stehen oder an dessen Eingang wir stehen, vermessen. Wir wollen also in diesen Schacht reingehen, bis zum letzten Feld durchlaufen. Dabei mit jedem Schritt zählen, wie viele Felder wir gefunden haben. Dann umdrehen, zurückkehren zu unserer Ausgangsposition und zurückmelden, wie viele Felder wir gefunden haben. Dann geht der zweite Teil von unserem Programm los. Da müssen wir nämlich anschauen, haben wir vorher schon mal einen Schacht gefunden, der tiefer ist? Wenn ja, machen wir nichts. Wenn nicht, dann markieren wir diesen Schacht als den tiefsten und müssen die vorherigen Markierungen löschen. Aber jetzt erstmal die Teilaufgabe. Bouncer, geh bitte in diesen Schacht und melde mir zurück, wie viele Felder der Schacht tief ist. Und vielleicht ist es jetzt relativ offensichtlich, weil wir haben das ja heute in der Vorlesung sehr ausführlich behandelt. Aber auf was für einen Feature von der Programmiersprache Java oder allgemein von Programmiersprachen, die Methoden haben, möchte ich jetzt wahrscheinlich hinaus. Also welches neue Detail, was wir in dieser Vorlesung heute kennengelernt haben, machen wir uns jetzt zu nutzen. Posten Sie mal in den Chat alles rein, was Sie glauben, was jetzt relevant sein könnte. Also Variablen brauchen wir auf jeden Fall. Wir wollen ja irgendwas uns merken. Int ist wahrscheinlich der richtige Datentyp, weil wir wollen ja eine Zahl am Ende feststellen. Also wie viele Felder ist das tief? Also wir brauchen auf jeden Fall eine Integer-Variable und wir zählen in dieser Variable alle Felder, die wir gefunden haben. Und dann möchte ich gerne, dass Sie erinnern sich, wir wollen unseren Code immer schön strukturieren und sauber halten, dass diese Zählung in einer Methode, in einer separaten Methode stattfindet. Und damit das funktioniert, muss ich aus dieser Methode dann was machen? Also ich implementiere jetzt gleich mit Ihnen diese Tiefenmessung in einer separaten Methode. Und wenn dann innerhalb dieser Methode festgestellt wird, dass das zum Beispiel der Schacht 5 Felder tief ist, dann müssen wir irgendwie dafür sorgen, dass diese Information auch wieder im restlichen Code den Rückgabewert einer Methode, genau. Also ich möchte eine Methode haben, die einen Rückgabewert hat, nämlich eine Zahl, einen numerischen Wert, int. In dieser Methode soll Bouncer den Schacht, über dem er steht, vermessen und soll mir dann als Ergebnis die Anzahl der Felder, die er gefunden hat, zurückgeben. Macht das Sinn für Sie? Oder ergibt das Sinn für Sie? Okay, dann lassen Sie uns das mal versuchen zu implementieren. Neue Methode. Der erste Teil von der Methode ist immer super einfach, weil wir da bis jetzt immer private hinschreiben, ohne uns groß Gedanken zu machen, was da sich hinter verbirgt. Zweiter Teil von dieser Methodensignatur, dieser ersten Zeile einer Methode, ist
die Art des Ergebnisses, das die Methode zurückgibt. Wenn die nichts zurückgibt, sondern einfach nur was tut, schreiben wir immer Void hin. Jetzt möchte ich, dass ein ganzzahliger Wert zurückgegeben wird. Das heißt, ich muss hier den Datentyp dieser Rückgabe definieren. An dieser Stelle von der Methodensignatur. Und es hat gerade schon irgendjemand gesagt, aber vielleicht nochmal, welcher Datentyp eignet sich für ganzzahlige Werte? Int, genau. Schreiben wir das mal hin. Damit sagen wir, diese Methode, die wir jetzt an dieser Stelle definieren, gibt am Ende einen ganzzahligen Rückgabewert zurück. Dann brauchen wir einen Namen. Okay, jetzt bin ich überrascht. Ist das tatsächlich ein Emoji? Das ist kein Emoji, was Integer anzeigt. Das ist wahrscheinlich, bedeutet wahrscheinlich irgendetwas anderes. Ansonsten fände ich das extrem cool. Ich finde es auch so extrem cool, aber ich würde gerne wissen, ob das wirklich für Integer steht. Wahrscheinlich steht das nicht für Integer. Steht bestimmt für irgendwas anderes. Klären Sie mich auf. Klären Sie mich auf und vernichten Sie meine fehlende. Mein fehlendes Wissen darüber. Während Sie das beschreiben, machen wir aber weiter. Wir haben jetzt den Rückgabewert bestimmt. Also aus dieser Methode kommt ein Integer-Wert zurück. Jetzt brauchen wir noch einen Namen. Aha, sehr interessant. Okay. Wikipedia-Artikel, die ich mir durchlesen sollte. Wie könnten wir diese Methode nennen? Also ich habe ja schon zusammengefasst, was die Methode machen soll. Die misst irgendwie die Tiefe. Irgendwelche Vorschläge für den Namen der Methode. Chef Debs ist schon vorgeschlagen worden. Können wir das vielleicht noch ein bisschen aktiver formulieren? Also es ist immer nicht schlecht, wenn so ein Methodenname auch hinsichtlich der grammatikalischen Strukturen ausdrückt, dass da was passiert. Also dass man was zurückkommt. Measure Chef Debs, das ist doch gut. Oder noch kürzer, ich glaube, das ist auch das, was ich in meinem Lösungsvorschlag gemacht habe. Measure Depths, das ist vielleicht nicht schlecht. Wir messen eine Tiefe. In diese Klammern könnten wir, wenn wir wollen, Parameter reinschreiben. Sie erinnern sich, das sind diese Informationen, die man einer Methode mitgeben kann beim Aufruf, auf denen die dann operiert. Brauchen wir in unserem Fall irgendwelche Parameter? Fällt Ihnen irgendwas ein, was man dieser Methode mitgeben könnte oder müsste, damit das funktioniert? Also, ich warte noch mal ganz kurz, ob Ihnen irgendwas einfällt. Also, mir würde an dieser Stelle, glaube ich, nichts einfallen. Ich glaube, wir müssen dieser Methode keine Parameter mitgeben, oder? Ich glaube, das passt so. Okay. Eine Sache, die ich auf jeden Fall in dieser Methode machen möchte, ist, ich möchte die Anzahl der Felder in diesem Schacht zählen. Und dafür brauche ich eine Integer-Variable. Ich möchte ja einen numerischen Wert erheben. Den initialisiere ich am Anfang mit einem bestimmten Wert und dann möchte ich für jedes Feld, über das ich laufe, diesen Wert oder diese Variable, den Wert in dieser Variable um 1 erhöhen. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist, wir legen uns eine neue Variable für eine Ganzzahl an. Wie machen wir das? Wir sagen, wir wollen eine Variable vom Typen int, Integer haben. Wir vergeben einen Namen, vielleicht auch hier wieder einfach was, was auf die Tiefe hinweist. Und wenn wir das, was wir jetzt gerade machen, nämlich die Deklaration dieser Variable, das Anlegen dieser Variable, gleich verbinden möchten mit dem Vergeben eines initialen Werts, dann machen wir das, indem wir gleich 0 schreiben und dann wird diese Variable diese Integer-Variable mit dem Namen defs gleich auch mit dem Wert 0 belegt. Das können wir uns theoretisch sparen in diesem ganz besonderen Fall, weil manche Datentypen in Java einen Default-Wert haben. Also wenn Sie die nicht mit einem fixen Wert initialisieren, dann haben die trotzdem initial einen bestimmten Wert und das wäre für Integer-Werte auch 0, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich würde es aber trotzdem da lassen, damit auch für Leute, die vielleicht nicht aus dem
FF diese Default-Werte kennen, dieser Code unmissverständlich ist. Und so ist es unmissverständlich, weil hier steht jetzt neue Variable vom Typen Integer und gleich mit dem Wert 0 belegen. Okay. Sind Sie noch bei mir? Schreiben Sie mal kurz in den Chat, ob Sie noch da sind. Okay. Dann stehen wir jetzt über so einem Schacht. Wir sind ja stehen geblieben auf unserem Weg, weil wir rechts von uns so einen Schacht gefunden haben. Und jetzt möchte ich natürlich in diesen Schacht runtersteigen und dabei jedes Feld markieren. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich muss mich nach rechts drehen, weil ich, ja, oder nach unten, wenn Sie so möchten, weil das die Richtung ist, in die der Schacht liegt und in die ich jetzt gehen muss, um auf dem Weg diese Felder irgendwie zählen zu können. Das heißt, das Erste, was wir machen, ist eine Drehung nach rechts. Bouncer kann sich nicht nach rechts drehen. Das heißt, da werden wir wahrscheinlich wieder unsere kleine Turn-Right-Methode schreiben müssen. Das mache ich jetzt auch mal schnell, aber ich mache das heute mal in einer anderen Art und Weise, weil wir wahrscheinlich mehrmals auch noch eine andere Aktion mit Bouncer durchführen müssen, die es noch nicht gibt, nämlich das Umdrehen. Deshalb schreibe ich mir jetzt zuerst eine Methode, turnAround. Bouncer soll sich umdrehen. Wie machen wir das? Wir sagen Bouncer zweimal, dass er sich nach links drehen soll. Wenn er sich zweimal nach links dreht, hat er sich um 180 Grad gedreht und damit einmal komplett umgedreht. Ich glaube, dafür brauchen wir jetzt keine Schleife, um das zu wiederholen. Das können wir, das ist legitim, mit zweimal den gleichen Befehl hier reinzuschreiben. Und dann schreibe ich mir eine Methode private void turn right. Und in dieser TurnRight-Methode drehe ich mich um. Dann schaue ich, habe ich mich schon um 180 Grad gedreht. Und dann drehe ich mich nochmal nach links. Und dann habe ich diese beiden kleinen Teilprobleme, die wir so häufig brauchen, schon für dieses Programm gelöst. Also einmal umdrehen um 180 Grad und dann nach rechts drehen. Das machen wir jetzt direkt als erstes in dieser Methode, nachdem wir unsere Variable angelegt haben. Wir drehen uns nach rechts. Jetzt schauen wir in den Schacht rein. Wie erreiche ich das Ende vom Schacht? Das wissen wir schon, weil sowas Ähnliches haben wir ganz am Anfang von dem Programm auch gemacht. Wir lassen einfach Bouncer bis can move forward bis zum Ende des Schachts laufen. Solange er sich nach vorne bewegen soll, kann, soll er das auch tun. Und jetzt möchte ich nach jedem Schritt, den Bouncer nach vorne gegangen ist, mit diesem Bouncer-Move-Befehl in der Zeile 37, mir merken, dass ich in diesem Schacht ein Feld gefunden habe. Das heißt, was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte, wenn ich ein Feld nach vorne gehen konnte, den Wert, der in dieser Variable steht, um 1 erhöhen. Und im Chat ist schon die eleganteste und kürzeste Form dafür vorgestellt oder vorgeschlagen worden. Ich nehme meine Variable, den Wert, den die Variable gerade hat, erhöhe den um genau 1 mit dieser Kurzschreibweise mit dem Plus-Plus und dann wird dieser neue Wert auch automatisch wieder zurückgeschrieben in die Variable. Also ich überschreibe den Wert, der aktuell in der Variable steht, ist beim ersten Mal 0, mit dem um 1 erhöhten Wert, der aktuell in dieser Variable steht. Damit das ganz klar ist, dass wir hier so eine Kurzschreibweise haben, zeige ich es Ihnen einmal auch ausführlich und dafür kann ich einen Kommentar benutzen. Also das hier ist, was mein Programm machen soll, den Wert der Variable um 1 erhöhen. Und falls irgendjemand den Quellcode liest, der nicht genau weiß, was sich hinter dieser Kurzschreibweise verbirgt, schreibe ich ihm jetzt einen Kommentar hin. Mache ich nur, um Ihnen das nochmal zu zeigen. Normalerweise würde man sowas nicht machen. Aber hinter dieser Kurzschreibweise verbirgt sich das hier. Variable auf der linken Seite. Der soll einen Wert zugewiesen werden. Welcher Wert? Der Wert der Variable, den sie aktuell hat, um 1 erhöht. Also das hier wird zu dem. Variable hat einen bestimmten Wert.
auf diesen Wert wird 1 addiert, dadurch kommt ein neuer numerischer Wert dabei rum und das, was auf dieser rechten Seite steht, wird in die Variable reingeschrieben, also die wird überschrieben mit diesem Wert. Okay, jetzt zählen wir mit jedem Schritt, den wir machen, ein Feld zu der Tiefe des Schachts hinzu. Und dann kommen wir irgendwann ganz am Ende vom Schacht an. Und jetzt heißt es wieder umdrehen. Umdrehen habe ich schon implementiert. Turnaround. Und jetzt möchte ich wieder zu meinem ursprünglichen Feld zurückkehren. Das heißt, ich möchte jetzt den ganzen Weg, den ich gegangen bin, zurückkehren und wieder auf dem Feld stehen bleiben, an dem ich hier ganz am Anfang stand, als ich diese Methode angestoßen habe. Und um diesen Weg zurückzugehen, gibt es jetzt wahrscheinlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, das zu implementieren, also wieder zurückkehren zu dem ursprünglichen Feld. Ich würde vorschlagen, schlagen Sie einfach mal im Chat was vor. Was wollen wir machen? Welche Strategie wollen wir einsetzen, um... Machen uns am besten mal die Karte wieder auf. Wo haben wir die Karte? Oh, ja. Moment, wir machen die Karte nicht auf, weil im Moment noch ein kleiner Fehler in unserem Quellcode ist. Aber Sie kriegen das auch ohne Karte hin. Zwei Vorschläge, glaube ich. Wir können entweder die Umwelt benutzen, indem wir immer fragen, kann Bouncer sich noch nach rechts oder nach links bewegen. Wenn er das nämlich nicht kann, dann wissen wir, er ist noch im Schacht drin und so lange können wir nach vorne gehen. Oder was wir auch machen könnten, ist, wir könnten eine Vorschleife machen und wir könnten genauso viele Schritte, wie wir gezählt haben, da steht ja drin, wie tief dieser Schacht ist, auch wieder zurückgehen. Also eine Art minimales Backtracking. Wir zählen, wie viele Schritte wir runtergegangen sind in den Schacht und genau die Anzahl der Schritte gehen wir dann zurück. Können wir mal gerne ausprobieren, ob das funktioniert. Ihr könnt es aber auch mit der While-Schleife machen. Aber lassen Sie uns das hier mal machen mit der Vorschleife. Ich erstelle eine Vorschleife. Für diese Vorschleife gibt es eine neue Integer-Variable. Das kennen Sie ja, haben wir heute in der Vorlesung aufgelöst, was sich dahinter verbirgt. Dann lassen wir diese Schleife so lange laufen, bis dieser Wert i irgendwann nicht mehr kleiner als die Anzahl der Felder in diesem ganz konkreten Schacht ist. Das haben wir, die Anzahl der Felder haben wir in diese Variable reingeschrieben durch dieses Inkrement in der Zeile 38, was wir mit jedem Schritt auf dem Weg runter uns gemerkt haben. Und wir erhöhen mit jedem Schritt, den wir machen, den Wert nach jedem Durchlauf der Schleife, erhöhen wir den Wert, der in i steht, am Anfang 0, um 1. Und wenn das funktioniert, sollten wir das, was wir jetzt hier reinschreiben, nämlich bouncer.move, genau so oft machen, wie wir hier in diese Variable Felder reingeschrieben haben. Also wenn wir 4 Felder nach unten gegangen sind, sollten wir am Ende auch wieder 4 Felder nach oben gehen. Und dann stehen wir hoffentlich wieder über unserem Feld, über unserem Schacht. Und ich habe ja heute in der Vorlesung auch schon ein paar Mal gesagt, es gibt immer irgendwie coolere, kürzere Schreibweisen, wenn man sich Arbeit sparen möchte. Das, was da jetzt im Chat steht, ist auch so eine Möglichkeit. Wobei ich jetzt bei dem konkreten Vorschlag fast sagen würde, dass es weniger übersichtlich ist. Aber auch der Code wird wahrscheinlich funktionieren. Vielleicht für die Leute, die eher so aus Python kommen, auch ein bisschen was verständlicher ist. Aber wir machen das jetzt mal mit diesem Ansatz. Wir gehen genau die Anzahl der Schritte zurück, die wir reingemacht haben. Und ich würde jetzt gar nicht großartig mich noch umdrehen. Ich würde jetzt einfach akzeptieren, dass Bouncer da stehen bleibt und nach oben schaut. Ich würde jetzt aber gerne am Ende dieser Methode, wenn Bouncer wieder auf dem ursprünglichen Feld angekommen ist, wenn Bouncer wieder auf dem ursprünglichen Feld angekommen ist, würde ich jetzt diese Methode gerne beenden und würde ein Ergebnis zurückgeben. Jetzt würde ich gerne sagen, ja, ich habe irgendwie diesen Schacht vermessen und ich habe gezählt, da sind jetzt 4, 5, 6, wie viel auch immer Felder drin. Und das soll als Ergebnis aus dieser Methode zurückgegeben werden. Erinnern Sie sich noch, wie das Schlüsselwort hieß, was wir heute in der Vorlesung uns angeschaut haben, mit dem wir jetzt die Methode beenden
können, beziehungsweise expliziter jetzt dieses Ergebnis zurückgeben können. Erinnert sich da noch jemand? Return, genau. Damit geben wir jetzt ein Ergebnis aus der Methode zurück. Und welches Ergebnis? Der Wert, der aktuell in unserer Variable steht. Zählen auf dem Weg nach unten, zurückkehren zum ursprünglichen Ort und dann das Ergebnis, was wir in dieser Variable gezählt haben, zurückgeben. Und jetzt kann ich hier in meiner If-Bedingung, wenn ich einen Schacht gefunden habe, diese Methode jedes Mal ausführen. Ich sage jetzt jedes Mal, wenn ein Bouncer an einem Schacht ankommt, mess bitte die Tiefe. Dann macht ihr das. Sehen hier auch keine syntaktischen Fehler. Wir können es auch uns anschauen, was da so passiert. Schauen wir mal, ob es überhaupt funktioniert. Bouncer geht in den Schacht runter. Kleiner Fehler. Kleiner Bug. Wir gehen wohl einen Schritt zu weit. Wir haben eine bestimmte Anzahl an Feldern gemessen. Dann stehen wir aber schon auf dem letzten Feld. Das haben wir nämlich nicht beachtet. Und wenn wir jetzt die gleiche Anzahl der Felder wieder zurückgehen, wenn wir das hier mit dieser Vorschleife machen, dann kommen wir nicht mehr auf dem ursprünglichen Feld an, sondern auf dem Feld darüber. Können wir lösen, indem wir zum Beispiel sowas machen. Wir wissen jetzt, dass wir hier einen Fehler gemacht haben, weil wir auf dem untersten Feld schon drin sind. Und wir berechnen diese Abbruchbedingungen ein bisschen anders. Wir ziehen nämlich aus dem Wert 1 ab. Ganz wichtig, wenn Sie sowas hier machen, das verändert nicht die Variable. Wir nehmen den Wert aus der Variable, ziehen davon 1 ab, dann kommt hier ein neuer Wert zurück, aber den schreiben wir nicht automatisch in diese Variable zurück. Sie können mit diesem Variabelwert rechnen, ohne den zu verändern. Ich habe die Klammern jetzt mal gemacht, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Also das wird gemacht, und dann damit verglichen. Wir könnten auch einfach bei 1 anfangen. Wir können auch hier uns vielleicht ein bisschen überlegen, ja, wobei viel mehr Spielraum haben wir nicht. Also gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt nur gesehen, so wie wir es jetzt gemacht haben, funktioniert es nicht, weil wir, wenn wir auf dem untersten Feld ankommen und dann die gleichen Schritte, die Anzahl der Felder, die wir gemessen haben, nach oben gehen, gehen wir oben über dem Schacht 1 zurück. Ich glaube, dieses Trial-and-Error-Coding ist übrigens gar nicht so ein schlechter Hinweis. Ich würde das jetzt auch gar nicht so negativ sehen. Wir haben jetzt einfach festgestellt, dass hier irgendwas noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Also hier funktioniert irgendwie offensichtlich noch andere Sachen nicht so richtig. Und wir müssen einfach dann feststellen, wo wir einen Fehler gemacht haben und dann eben versuchen, das Ganze zu beheben. Also das erste Mal hat es funktioniert. Das hier funktioniert. Und jetzt haben wir aber gerade gesehen, dass Bouncer irgendwie nicht stehen geblieben ist. Also irgendwas passiert hier, was nicht hundertprozentig dem entspricht, was wir machen möchten. Jetzt haben wir diesen ersten Fehler hier schon behoben. Unser Problem ist, dass wenn wir dann hier ankommen, wieder wir nach oben schauen. Und dann mit dem Rest unseres Codes irgendwie weitermachen, ohne uns nochmal wieder in die Position zu drehen, in die wir dann unseren Weg innerhalb oder in der Mine fortsetzen können. Das können wir direkt, wenn Sie wollen, beheben. Also wir kommen wieder auf dem Feld an, auf dem wir stehen. Und wir haben irgendwie festgestellt, wir müssen unbedingt dran denken, dass wir irgendwas noch mit diesem Wert machen möchten. Und dann wollen wir unseren Weg auf oder in Richtung des Endes der Mine fortsetzen und müssen dann wahrscheinlich hier noch was anderes machen. Uns nämlich wieder in die Richtung drehen, in die wir uns mit dem nächsten Schritt bewegen möchten. Und das könnten wir wahrscheinlich durch ein schnelles Turn Right lösen. Also ich klettere aus dem Schacht wieder raus. Ich weiß dann, wie tief der Schacht ist. Und ich drehe mich nach rechts, damit ich dann mit dem nächsten Schritt, ich kann mich ja nach vorne bewegen, nach dem nächsten Schacht suchen. Genau, Felder anmalen oder sowas ist auf jeden Fall auch noch eine Sache. Wahrscheinlich machen wir das in einer separaten Methode. Jetzt erstmal nur ein schneller Fix, und wir schauen, ob wir wieder ein Schrittchen weiter sind.
jetzt haben wir gemerkt, dass es wohl doch nicht an diesem kleinen Fehler in der Vorschleife sieht. Ich mache manchmal bewusst ein paar Fehler, sodass wir auch merken, dass wir manchmal Dinge ausprobieren möchten. Manchmal mache ich auch ganz unbewusst Fehler und versuche das zu überspielen mit irgendwelchen Lektionen. Das ist jetzt wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. Offensichtlich hat das doch ganz gut funktioniert und wir haben nur geglaubt, dass das nicht funktioniert. Wir haben i gleich 1 und gleichzeitig gemacht. Nee, ich dachte nicht. Das hat wohl ganz gut funktioniert, nur hat die Tatsache, dass wir hier oben diese Ausrichtung nicht gemacht haben, einen Zustand in unserem Programm verursacht, der mich und vielleicht einige von Ihnen auch hat vermuten lassen, dass es irgendwas mit diesem Weg aus dem Schacht raus zu tun haben könnte. Hatte es aber gar nicht. Das hier war absolut in Ordnung und wir haben nur diese Ausrichtung vergessen. Und ich glaube, wenn wir jetzt den Code ausführen, dann müsste es klappen. Ich beschleunige das Ganze mal. Ja. Und jetzt sind wir auf diesem Weg, dass Bouncer durch die ganze Mine läuft und am Ende stehen bleibt und wir wahrscheinlich korrekt die Tiefe unseres jeweiligen Schachts bestimmen. Also ein bisschen Trial and Error, aber gar nicht schlimm. Dafür ist diese Beschleunigungstaste bei den Bouncer-Sachen da. Versuchen Sie, wenn Sie so einen Bug bemerken, die Stelle zu identifizieren, die das möglicherweise auslösen könnte. Schauen Sie, ob Sie eine bessere Lösung finden. Und ganz wichtig, das, was wir jetzt zuletzt gemacht haben, probieren Sie dann gleich aus, ob diese Änderung wirklich Ihr Problem gelöst hat oder nicht, wie jetzt in unserem Fall, ein ganz anderes Problem verursacht hat. Weil dann merken Sie, ob Sie vielleicht eigentlich hätten ursprünglich an einer anderen Stelle schauen sollen. Okay, weiter im Text. Diese Methode hier, die steht da jetzt irgendwie so leer drin, beziehungsweise so alleine drin. Und Bouncer macht zwar das, was wir machen wollen, aber eigentlich haben wir diese Methode ja implementiert, damit wir von Bouncer eine Antwort bekommen, um mit diesem Ergebnis in unserem Programm weiterzuarbeiten. Ich weiß, diese Methode hier, die gibt mir einen Wert zurück. Die gibt mir einen ganzzahligen Wert zurück, einen Int-Wert. Und ich möchte diese Rückgabe von der Methode in meinem Programm an dieser Stelle weiterverwenden. Ich möchte mich dann entscheiden, habe ich schon den tiefsten Schacht gefunden oder ist dieser Schacht vielleicht sogar noch tiefer? Und wenn ja, dann möchte ich den markieren. Und damit das alles funktioniert, brauche ich diesen Wert. Und den möchte ich jetzt an dieser Stelle in eine Variable speichern. Das heißt, ich möchte das, was aus der Methode rauskommt, erstmal ablegen. Dazu erstelle ich mir an dieser Stelle eine neue Variable. Nennen wir die mal vielleicht irgendwie Depth of Current Shaft. Tiefe des aktuellen Schachts, über dem wir sind. Und ich weise dieser neuen Variable das zu, was ich als Ergebnis aus dieser Methode rausbekomme. Das ist der erste Schritt, damit wir mit dem Ergebnis dieser Methode weitermachen können. Und jetzt steht hier irgendwas drin, irgendein Integer-Wert. Und damit können wir jetzt weiterarbeiten. Damit wir damit weiterarbeiten können, müssen wir irgendwas haben, mit dem wir diesen Wert vergleichen können. Also ich gehe in den Schacht rein und ich stelle fest, das ist 5 Felder tief. Damit ich jetzt entscheiden kann, ist das der Schacht, den ich markieren muss, muss ich das mit irgendetwas anderem vergleichen. Also diese Entscheidung, ist das der Schacht, der markiert werden soll, die kann ich nur treffen und die kann ich nur feststellen, wenn ich das mit einer anderen Zahl vergleiche. Wissen Sie, welche andere Zahl ich meine? Also, bin jetzt über irgendeinem Schacht in unserer Mine, ich bin aus irgendeinem Schacht in unserer Mine zurückgekommen. Ich habe 5 Felder gezählt und ich muss jetzt Bouncer sagen, markiere diesen Schacht oder markiere ihn nicht. Wenn das der tiefste Schacht ist, dann soll er den markieren.
wenn es nicht der tiefste ist oder wenn wir ausschließen können, dass das der tiefste ist, dann soll er den nicht markieren. Die Tiefe der anderen Schächte, das wären ja mehrere Werte. Man kann es auf einen Wert reduzieren. Also was muss ich mir zusätzlich zu der Tiefe des aktuellen Schachts immer im gesamten Lauf meines Programms oder zumindest im Lauf dieser Methode zusätzlich merken? Immer den vorherigen, fast das, was ich auch jetzt vorschlagen würde. Man könnte sich einfach den immer größten oder den immer tiefsten Schacht oder die Tiefe des immer tiefsten Schachts, den man bis dahin festgestellt hat, merken. Genau, also irgendeine Variable, die es uns erlaubt, festzuhalten, was bis dahin der tiefste Schacht war, den wir festgestellt haben. Und wenn wir dann an einen Schacht ankommen, der tiefer ist, wissen wir, der ursprüngliche Schacht kann nicht mehr der tiefste sein, sondern der, den wir jetzt gerade uns angeschaut haben, ist mindestens tiefer als alle vorherigen. Vielleicht gibt es danach noch einen tieferen. Aber wir können erstmal feststellen, die Markierung muss von dem zuletzt markierten tiefsten Schacht zu diesem, über dem wir jetzt gerade stehen, wandern. Und das machen wir, können wir gerne machen mit einer lokalen Variable. Ich mache es jetzt einfach mal so, wie sie vorgeschlagen haben. Current Max, ich schreibe mal Max statt Maximum, damit Sie das sehen. Das ist so eine Konvention, dass man diese Kurzschreibweise für so ein Maximum benutzt. Und Devs, und wie Sie vorgeschlagen haben, initialisieren wir das Ganze mit 0. Warum initialisieren wir das mit 0? Hat da schon jemand so eine Vorahnung? Warum ist 0 jetzt hier ein ganz bewusst guter Wert für diese Variable, in der später immer der tiefste Schacht stehen soll? Irgendwann kommen wir an den ersten Schacht an, und der erste Schacht ist bis zu diesem Zeitpunkt unseres Programms, ganz unabhängig davon, ob der 1 oder 5 Felder tief ist, wahrscheinlich der tiefste. Das heißt, wir wollen diese Aktion, den zu markieren, auf jeden Fall auslösen. Und es kann keinen Schacht geben, der weniger tief als 0 Felder ist. Jeder Schacht ist mindestens ein Feld tief, sonst ist es kein Schacht. Und wenn wir jetzt diesen Wert ganz bewusst diese Variable ganz bewusst mit dem Wert 0 initialisieren und dann schon beim ersten Schacht diesen Vergleich machen, ist die Tiefe des Schachts, den wir gerade gefunden haben, tiefer als das hier, müsste es eigentlich immer so sein, dass wir diesen ersten Schacht auf jeden Fall auch markieren. Wir sagen ganz explizit, ganz am Anfang, da steht 0 drin. Es gibt keinen Schacht, der nicht tiefer als 0 Felder ist. Und dann lösen wir das, was wir jetzt programmieren, diese Aktion zur Markierung, auf jeden Fall auch beim ersten Schacht aus. Deshalb ist das jetzt hier eine ganz, ganz bewusste Initialisierung der Variable mit einem Wert 0, weil wir einfach damit sicherstellen, dass jeder Schacht, der erste Schacht, egal wie tief er ist, auch jetzt vom weiteren auf jeden Fall berücksichtigt wird oder auf jeden Fall diese Markierung auslöst. Und diese Markierung, die versuchen wir jetzt zu implementieren. Ich schaue mir jetzt an, was in dieser Variable drinsteht, und ich vergleiche das mit diesem Wert. Das ist was, was wir uns offiziell erst in der nächsten Woche anschauen, aber etwas, was Sie, wenn ich es jetzt mal kurz hier hinschreibe, wahrscheinlich relativ gut auch jetzt schon ableiten können. Ich mache eine If-Bedingung. Ich schreibe in diese If-Bedingung etwas rein, und zwar schreibe ich auf die einen Seite die Tiefe des Schachts oder die Variable, in der die Tiefe des aktuellen Schachts gespeichert ist. Dann schreibe ich ein größer Gleichzeichen, das kennen Sie aus der Mathematik, und auf die andere Seite von diesem Zeichen die bis jetzt tiefste Schachtmessung, die wir durchgeführt haben. Dieser numerische Wert wird mit diesem verglichen, und wenn das, was wir hier formuliert haben, dieses größer gleich zutrifft, also wenn dieser Wert auf der linken Seite tatsächlich größer als der Wert auf der rechten Seite ist, dann kriegen wir hier einen Wahrheitswert zurück, true. Und wenn in einer If-Bedingung am Ende true steht, also wahr,
dann wird die ausgeführt. Das ist das gleiche wie hier zum Beispiel. Bouncer can move right. Das ist eine Methode, die liefert entweder true oder false zurück, je nachdem, ob Bouncer sich nach rechts bewegen kann oder nicht. Wenn da true zurückgegeben wird, also ein der Wahrheitswert true, dann wird diese Bedingung ausgeführt. Und genau das gleiche gilt jetzt hier auch, nur dass wir nicht schauen, ob Bouncer sich nach rechts bewegen kann, sondern wir schauen, ob ein numerischer Wert größer als der andere ist. Ist das verständlich, auch ohne dass wir das explizit in der Vorlesung behandelt haben? Schreiben Sie mal in den Chat rein. Okay. Dann, wenn das der Fall ist, dann müssen wir jetzt diesen Schacht markieren und wir genau, können Sie sich mal überlegen, wie das ist, wenn zwei Schächte gleich lang sind, aber ich glaube, für unsere Aufgabenstellung ist es dann ja relativ egal. Soll ja am Ende nur über einen Schacht ein Feld sein. Okay, wir wissen jetzt hier, müssen wir was machen, wenn diese Bedingung zutrifft, nämlich den aktuellen Schacht markieren und die Schächte oder die Markierung des zuletzt als tiefst markierten Schachts müssen wir entfernen. Wir wollen ja am Ende dafür sorgen, dass nur eine Markierung auf dieser Karte übrig bleibt. Es soll nicht über jedem Schacht so ein blaues Feld sein, sondern nur über dem, der am tiefsten ist. Und ich würde vorschlagen, wir lösen dieses Problem wieder in einer separaten Methode. Wir schreiben uns eine neue Methode, Private Void. Wir nennen die vielleicht, vielleicht lösen wir dieses gesamte Problem in dieser Methode und deshalb nenne ich die jetzt mal ganz ausführlich Mark Shaft if, und jetzt ein Wort, was ich immer falsch schreibe, ich glaube, das müsste richtig sein. Ich möchte eine Methode schreiben, die falls notwendig den Schacht, über dem ich gerade stehe, markiere als tiefsten. Sie verstehen nicht mehr ganz, für was steht. Schreiben Sie am besten mal in den Chat, was genau vielleicht unverständlich ist, dann erkläre ich das gerne nochmal. Aber jetzt schreiben wir uns erstmal eine Methode, die ausgehend von der Position, über der Bouncer gerade steht, und ausgehend von der Tiefenmessung für diesen Schacht dann entsprechend markiert, den Eingang dieses Schachts, oder auch nicht. Und ich möchte jetzt dieser Methode etwas mitgeben. Und zwar möchte ich der Methode mitgeben, wie tief der Schacht, über dem Bouncer steht, gerade ist. Also ich möchte dieser Methode, wenn ich die aufrufe, sagen, Bouncer steht gerade über einem Schacht, der ist 5 Felder tief. Und ich möchte nicht, dass diese Methode selber nochmal prüfen muss, ob das stimmt, sondern ich möchte diesen Wert, den ich vorher mit dieser Methode hier festgestellt habe, in dieser Methode verwenden. Das heißt, das hier, was hier drin steht, in dieser Variable, möchte ich hier an diese Methode übergeben. Wie kriege ich das hin? Wie übergebe ich an diese Methode einen Wert, auf dem die Methode dann operiert? Jedes Mal, wenn ich jetzt diese Markierungsteilproblematik löse, möchte ich, dass die Methode weiß, wenn sie ausgeführt wird, was die zuletzt gemessene Tiefe ist und innerhalb dieser Methode auch auf diesen numerischen Wert zugreifen kann. Return ist das Schlüsselwort, mit dem wir aus einer Methode etwas zurückgeben. Und was wir jetzt suchen, ist das Gegenstück dazu, die Funktionalität, mit der wir etwas in eine Methode reingeben. Wir haben uns heute in der Vorlesung zwei Sachen angeschaut. Das eine waren Rückgaben, da sind Sie mit Return auf der richtigen Spur. Und dann haben wir uns noch eine zweite Sache angeschaut im Kontext von Methoden, nämlich eine Möglichkeit, etwas an Methoden zu übergeben. Parameter, genau. Wir können sagen, immer wenn eine Methode aufgerufen wird,
übergeben wir der Werte von den bestimmten Typen. Und was ich jetzt sage ist, ich übergebe dieser Methode jedes Mal einen Wert vom Typen Integer, und zwar welchen Wert? Die letzte Messung, die ich vorgenommen habe. Also die letzte Tiefe bzw. die Tiefe des Schachtes, über dem Bouncer gerade steht. Ich lege einen Parameter an, eine Variable vom Typen Integer mit einem Namen. Und wenn ich jetzt diese Methode aufrufe, das mache ich mal hier. Ich rufe die Methode auf, mache es mal ein bisschen so, dass Sie ein bisschen mehr sehen können davon. Ich rufe jetzt hier diese Methode auf, markSchaft if necessary. Und wenn ich die Methode aufrufe, muss ich jetzt einen Integer-Wert mitgeben in diesen runden Klammern, den ich hier als Parameter definiert habe. Und dafür benutze ich das, was ich vorher aus dieser Tiefenmessung rausbekommen habe. Das heißt, das hier, ich mache das mal ganz explizit, ich kopiere diese Variable, ich füge die hier ein und ich rufe jetzt diese Methode auf und übergebe Bouncer dabei die Information, du stehst gerade über einem Schacht, der ist 4 Felder tief. Okay, das hier nehme ich mal mit und kopiere das hier rein. Ich möchte nämlich jetzt dieses gesamte Teilproblem lösen. Jetzt sehen Sie hier, wenn ich das kopiere, dann findet Java oder IntelliJ diese Variablen nicht mehr. Warum? Als das Ganze noch hier oben stand, ich mache es mal rückgängig, war das kein Problem. Die Variablen wurden hier und hier definiert, innerhalb dieser Methode bzw. innerhalb dieser Kontrollstruktur. Und deshalb konnte ich hier ganz unten in diesem untersten Scope ohne Probleme darauf zugreifen. Wenn ich jetzt das Ganze in der anderen Methode mache, dann kann ich nicht mehr auf diese Variable zugreifen. Das ist aber kein Problem, weil den Wert dieser Variable übergeben wir an die Methode. Und zwar in diesem Parameter. Das heißt, das hier, diesen Parameter kann ich für den Vergleich benutzen, wenn die zuletzt festgestellte Tiefe tiefer ist als die aktuell gemessene Tiefe, dann mach irgendwas. Aber diesen Wert hier, den habe ich in dieser Methode noch nicht, weil der wird nämlich hier in einer ganz anderen Methode definiert. Und den habe ich noch nicht als Parameter in diese Methode reingegeben. Wie kriege ich diesen Wert, dieses letzte Maximum, die letzte Tiefe des zuletzt erhobenen Schachts oder zuletzt vermessenen Schachts auch in diese Methode rein? Haben Sie Vorschläge? Also das, was in dieser Variable hier steht, möchte ich auch hier in dieser Methode benutzen. Da gibt es jetzt mindestens 2 Wege, wie wir das machen können. Irgendwelche Ideen? Also das Naheliegendste wäre vielleicht, wir erzeugen einfach einen zweiten Parameter. Also wir sorgen dafür, dass diese Methode 2 Zahlen übergeben bekommt, mit 2 Variablen, in denen in beiden Fällen ein ganzzahliger numerischer Wert drin gespeichert werden kann. Und wenn ich die Methode aufrufe, dann übergebe ich auch diesen Wert. Die andere Alternative wäre, und das lösche ich jetzt mal schnell raus, also das wäre absolut legitim und soweit wie wir das Programm bis jetzt geschrieben haben, wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Wir übergeben 2 Werte an die Methode und können dann beide innerhalb der Methode verwenden. Oder ich sorge dafür, dass diese Variable hier in allen Methoden von meinem Programm verfügbar ist, indem ich die nicht mehr innerhalb dieser Methode, innerhalb dieses Scopes der Methode definiere, sondern direkt auf der Ebene der Klasse. Dann schreibe ich, dann kann ich mir eigentlich sparen, aber formal korrekt würde man jetzt noch dieses Private dazu schreiben,
was das genau bedeutet, lernen wir im Laufe des Semesters kennen. Aber ich kann diese Variable, das ist das Wichtige, damit es jetzt keine Verwirrung gibt, lasse ich es mal so. Ich kann diese Variable auch hier innerhalb meines Bouncer-Programms außerhalb dieser ganzen Methoden definieren. Und dann ist diese Variable innerhalb dieses gesamten Scopes, der hier oben aufgeht und hier unten zugeht, sichtbar und damit nicht nur in zum Beispiel dieser Methode oder dieser Methode, sondern auch in dieser Methode. Also der Scope einer Variable ist extrem wichtig. Der wird definiert durch den Block, in dem diese Methode definiert ist. Das sind diese geschweiften Klammern. Und eine Variable ist immer in dem Block, in dem sie definiert wird und in allen untergeordneten Blöcken, also auch in allen untergeordneten Methoden sichtbar. Und so können wir dafür sorgen, dass es jetzt in diesem Fall eine Variable gibt, die in allen Bereichen unseres Programms verwendbar ist. Okay, jetzt merke ich langsam, dass wir schon wieder gar nicht so viel Zeit haben. Ich würde jetzt gerne zwei Sachen machen. Ich würde gerne Ihnen mal kurz einen Lösungsvorschlag, einen vollständigen zu dieser Aufgabe zeigen. Und da vielleicht noch zwei, drei Sachen erklären, die ich mir gedacht habe. Und dann würde ich gerne zumindest noch einmal ganz kurz Ihnen auch die Graphics-App zeigen, damit Sie das für die Übung raus haben. Also wir haben uns jetzt Methoden und Parameter beides angeschaut in Bouncer. Wir haben jetzt das Problem noch nicht gelöst. Ich zeige Ihnen gleich, wie eine mögliche Lösung ausschauen könnte. Aber das Weiterprogrammieren mit Ihnen müssen wir heute leider abbrechen, damit wir noch ein bisschen Zeit für die Graphics-App haben. Ich hoffe, das ist halbwegs nachvollziehbar. Ich sorge mal schnell dafür, dass wir uns die Lösung anschauen können. Bleiben Sie kurz bei mir. Bin gleich soweit. Brauche noch Wartemusik, wenn ich dann doch mal etwas länger was nachschauen muss. Aber ich glaube, ich habe es jetzt tatsächlich gleich. Okay, genau. So, was Sie jetzt sehen, ist ein vollständiges Beispiel für diese Aufgabe. Und wir können das gleich mal kurz durchgehen gemeinsam. Ich sage Ihnen nur schon mal den Hinweis. Auch dieses kommentierte Beispiel finden Sie im GRIPS-Kurs. Das können Sie sich anschauen. Vielleicht ergänze ich auch später noch ein paar mehr Kommentare. Aber da wird eigentlich schon erklärt, was das Programm macht. Und das funktioniert ungefähr so, wie wir das jetzt auch uns gedacht haben. Sie sind noch da, oder? Oder haben Sie jetzt alle frustriert, weil wir nicht mehr weiter programmieren? Den Stream verlassen. Schreiben Sie mal kurz in den Chat rein. Okay, Sie sind noch da. Was habe ich hier gemacht? Ich habe zwei Sachen mir auf der Ebene von meinem Programm gemerkt. Ich habe mir nämlich einmal gemerkt, so wie wir gerade zuletzt das auch in unserem Programm gemacht haben, was der tiefste Schacht war, den ich bis dahin gemessen habe, beziehungsweise wie viele Felder da drin waren. Und ich habe mir gemerkt, ob ich schon den ersten Schacht gefunden habe in einer Variable vom Typen Boolean. Das heißt, da ist ein Wahrheitswert drin, ist entweder true oder false. Und am Anfang habe ich mir, wenn dieses Programm startet, diese Variable mit dem Wert false initialisiert. Was heißt, ich habe noch keinen Schacht gefunden. Dann startet unser Programm. Wir haben auch hier so eine kleine Methode uns geschrieben, in der das gesamte Programm abläuft. Die wird hier gestartet. Ich laufe bis zum Ende durch, mache dabei immer einen Schritt. Wenn ich auf dem neuen Feld angekommen bin, schaue ich mir an, ob ich nach rechts mich bewegen kann. Das haben wir auch schon festgestellt. Das ist der Indikator, ich bin über einem Schacht angekommen. Dann messe ich die Tiefe, die dieser Schacht unter mir hat. Und diese Tiefe übergebe ich an eine weitere Methode, die anhand von diesem Wert und dem aktuell hier drin gespeicherten Wert feststellt, ob der Schacht markiert werden soll oder nicht. Und dann das dann entsprechend auch ausführt.
und es mir erlaubt, dann im nächsten Schritt mit der Suche nach dem nächsten Schacht weiterzumachen. Die Methode zum Messen der Tiefe schaut genauso aus, wie wir das auch gemacht haben. Lokale Variabel in dieser Methode, eine Integer-Variabel, um die Tiefe zu bestimmen. Mit jedem Schritt nach unten wird die Variable erhöht. Wir laufen wieder zurück, diesmal mit while anstatt mit for, und dann geben wir das zurück. Kommentare können Sie entweder auf Englisch oder auf Deutsch machen, wenn Sie sich wohl genug fühlen, gerne auf Englisch. Ich mache das später im Laufe des Semesters auch, das ist jetzt nur für die ersten Programme so, nur auf keinen Fall mischen. Also gerne, wenn Sie sich jetzt bei den ersten Aufgaben noch nicht so sicher fühlen, lieber auf Deutsch markieren. Wünschenswert wäre es natürlich, wenn Sie das auf Englisch machen. Das hier ist die Methode, mit der wir jetzt feststellen, ob wir unseren Schacht, über dem wir stehen und der diese Tiefe hier hat, markieren müssen oder nicht. Ich mache wieder diesen Vergleich. Ist der Wert, die Anzahl der Felder, die wir hier als Parameter übergeben, größer als der bis zu diesem Zeitpunkt tiefste Schacht? Das merken wir uns immer in dieser Variable. Wenn das so ist, also wenn wir hier einen Schacht gefunden haben, der tiefer ist als der Schacht, über den wir gerade stehen, den wir zuletzt als tiefsten gefunden haben, markieren wir uns mit so einem blauen Feld, dass wir hier den offensichtlich bis jetzt tiefsten Schacht gefunden haben. Und wir speichern uns, das ist ganz, ganz wichtig, in dieser Variable die neue tiefste Tiefe rein. Also wir überschreiben den Wert, der aktuell als Anzahl der Felder in dem tiefsten Schacht gespeichert ist, mit dem Wert, den wir hier aktuell bei dem aktuellen Schacht gemessen haben. Und wenn wir bereits einen Schacht markiert haben, also wenn hier was anderes drinsteht als false, dann drehen wir uns nach links, also schauen wieder zurück nach Westen, suchen in dieser Methode, die schauen wir uns gleich an, die letzte Markierung, entfernen die und kehren zu unserem Ausgangspunkt zurück. Wenn ich bis dahin noch keinen Schacht markiert habe, also wenn das der erste Schacht ist, den ich auf meinem Weg finde, dann speichere ich mir in dieser Boolean-Variable den Wahrheitswert true, damit ich beim nächsten Schacht in diesen Teil meines Programms gerate. Also wir haben hier eine Sache, die wird bei dem ersten Schacht ausgeführt, und eine Sache, die wird bei allen folgenden Schächten ausgeführt, solange wir tatsächlich auch bei einem tieferen als bei dem letzten Schacht angekommen sind. Ganz am Ende drehe ich mich in verschiedenen Verzweigungen meines Programms wieder nach rechts, damit ich wieder in die Richtung blicke. Das war ja eins der Sachen, die wir auch gerade kurz falsch gemacht haben. Wieder in die Richtung blicke, in die dann möglicherweise entweder das Ende der Mine oder der nächste Schacht ist. Und mit diesem Clear Last Marker, das ist die letzte größere Teilaufgabe, die ich implementiert habe, bewegt Bouncer sich aus dem Schacht raus, also weg von diesem Eingang des Schachts, bewegt sich dann bis zu dem nächsten Feld, das blau ist, löscht die Markierung, dreht sich um und kehrt zu der Markierung über dem aktuellen Schacht zurück. Und dieses Move to Next Field, das machen wir, indem wir schauen, ob Bouncer auf einem Feld der bestimmten Farbe steht. Und wenn das nicht der Fall ist, geht er einen Schritt weiter. Dieses Ausrufezeichen, das ist die Negation eines Wahrheitswerts. Hier fragen wir Bouncer, befindest du dich auf einem Feld einer bestimmten Farbe? Die Farbe wird als Parameter an die Methode übergeben. Und solange er nicht auf einem Feld dieser Farbe steht, bewegt er sich nach vorne. Und damit finden wir in diesen Fällen in beide Richtungen, in die wir bewegen, jeweils das letzte blaue Feld. Wenn Sie mal ausblenden, dass es so ein paar Teile gibt, wie zum Beispiel das hier, die jetzt nicht auf den ersten Blick hundertprozentig klar sind, können Sie mir mal ganz kurz Rückmeldung geben, ob Sie so den grundsätzlichen Aufbau des Programms, also vielleicht das, was hier so drin steht, und den Einsatz dieser beiden Variablen zum Merken der tiefsten Tiefe und der Tatsache, ob ich schon den ersten Schacht abgearbeitet habe, ob Sie das so halbwegs verstanden haben. Ich
Ich kann in der Zeit dann auch mal das Programm ausführen, damit Sie sehen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Und Sie sagen mir mal ganz kurz, ob der grundsätzliche Aufbau so halbwegs verstanden ist. Ich würde Ihnen auf jeden Fall raten, sich nochmal die Lösung oder den Lösungsvorschlag mit den Kommentaren anzuschauen, selber vielleicht auch nochmal ein bisschen rumexperimentieren. Ich glaube, das ist ein schönes Beispiel, auch wenn es dadurch, dass es Bouncer ist, das Ganze sehr konstruiert ist. Ein schönes Beispiel dafür, wie man ja, mit so Methoden, Rückgabewerten und Parametern arbeiten kann. Ich vertraue Ihnen jetzt einfach, dass das ernst gemeint ist mit dem Ja. Verweise nochmal auf die Kommentare und würde sagen, wir machen jetzt zum Ende nochmal ein bisschen was wesentlich Schöneres. Und ich zeige Ihnen nochmal ganz kurz, wie Sie das, was ich in der Vorlesung nur in der Theorie erzählt habe, nämlich diese Zeichenoperationen in unserer neuen Graphics-App auch selber durchführen können. Ich würde sagen, wir setzen uns zum Ziel, dass wir einen Kreis vielleicht nur in unserem Beispiel einzeichnen und vielleicht schaffen wir es ja sogar, den ein bisschen über unseren Screen dann am Ende noch zu bewegen. Auch hier wieder, ich habe ein Starterpaket für Sie vorbereitet. Wenn Sie das geöffnet haben, wir wechseln jetzt in das zweite Beispiel, in unser Graphics-App-Beispiel, dann sollte der Quellcode ungefähr so ausschauen. Es gibt wieder eine Java-Datei, die schaut jetzt ein bisschen anders aus, als Sie das aus den Bouncer-Problemen gewohnt sind, aber bisschen auch ähnlich. Und bei Ihnen sollte das jetzt auch so ausschauen, wenn Sie das Starterpaket in IntelliJ geöffnet haben. Ist das der Fall? Sind Sie da jetzt schon mental im neuen Frame und auf die Graphics-App umgestiegen? Oder brauchen Sie noch kurz, um das andere Projekt zu öffnen? Sie können in IntelliJ übrigens beliebig viele Projekte gleichzeitig aufhaben, wenn Sie die immer in einem neuen Fenster aufmachen. Okay. Dann würde ich sagen, das Erste, was wir machen, ist, wir starten einfach mal dieses Programm so, wie Sie es von uns bekommen haben. Das ist auch wieder genauso möglich wie bei den Bouncer-Programmen. Sie können hier auf die Datei klicken und im Kontextmenü auf den Run-Button klicken. Dann öffnet sich irgendwann so ein Fenster, wo nichts drin ist, weil wir machen ja auch nichts. Sie können stattdessen auch, wenn Sie das Programm einmal gestartet haben, über den grünen Pfeil das Programm ausführen oder Sie können, wenn Sie in die Main-Methode reinschauen, hier auch links über diesen grünen Pfeil das Ganze starten. Okay, das Erste, was ich machen möchte, ist, ich möchte dafür sorgen, dass dieses Fenster eine bestimmte Größe hat. Sie sehen, das ist irgendwie so rechteckig. Ich möchte, dass das eine ganz bestimmte Größe hat, nämlich das soll 500 mal 500 Pixel groß sein. Und dazu mache ich mir jetzt Wissen über den Aufbau der Graphics-App zunutze, das ich heute in der Vorlesung vorgestellt habe. Denn wir finden hier drin zwei Methoden, die jede Graphics-App hat. Einmal so eine Draw-Methode und eine Initialize-Methode. Erinnern Sie sich noch dran, was der Unterschied zwischen diesen Methoden ist? Schreiben Sie mal Ja, Nein in den Chat rein, wenn Sie sich noch aus der Vorlesung erinnern. Was in diesen beiden Methoden passiert, steht auch in den Kommentaren darüber. Von daher ist die Frage vielleicht ein bisschen sinnlos. Gibt es ein paar Leute, die sich nicht erinnern? Wie schaut es bei den anderen aus? Halbwegs, okay. Die Initialize-Methode, die wird einmal ausgeführt, wenn unser Programm startet. Wir haben auch wieder bei den Graphics-Apps so, dass es eine Main-Methode immer gibt. Jedes Java-Programm hat eine Main-Methode. Und in unserem Fall startet damit indirekt diese Initialize-Methode. Das ist der Punkt, an dem unser Teil der Graphics-App oder unseres Programms beginnt. Also äquivalent zu der Bounce-Methode. Die wird genau einmal ausgeführt, wenn das Programm gestartet ist. Und da machen wir normalerweise solche Sachen wie zum Beispiel das Festlegen der Fenstergröße. Und dann haben wir eine zweite Methode. Das ist diese Draw-Methode, die wird im Anschluss an die Initialize-Methode aufgerufen und dann wird diese Methode immer und immer wieder aufgerufen. Also automatisch ist im Hintergrund, während Ihre App läuft, irgendetwas eingestellt, was dafür sorgt, dass diese Draw-Methode
immer und immer wieder aufgerufen wird. So ähnlich wie in der Schleife. Es ist keine Schleife, es funktioniert ein bisschen anders, aber diese Draw-Methode wird immer wieder aufgerufen, so ungefähr alle 16 Millisekunden, was dann ergibt, 60 Mal pro Sekunde wird diese Draw-Methode aufgerufen. Das ist der sogenannte Draw-Loop. Dadurch, dass diese Methode hier ständig aufgerufen wird, können wir, wenn wir hier unterschiedliche Zeichenoperationen durchführen, am Ende Animationen erstellen. Diese Initialize-Methode, das ist die, mit der ich jetzt anfangen würde. Und da setze ich zuerst meine Fenstergröße. Und das mache ich mit einer Methode, die jede Graphics-App hat. Die heißt set canvas size. Eine Methode mit zwei Parametern. Sie sehen jetzt hier bei mir auch, steht auch gerade set canvas. Set canvas size ist die Methode, aber schon fast richtig gemerkt aus der Vorlesung. Die hat zwei Parameter. Sie sehen das hier bei mir auch automatisch, wenn ich mal lange nichts mache, eingeblendet. Zwei Integer-Werte, einen für die Breite von meiner Zeichenfläche und eine für die Höhe meiner Zeichenfläche. Also ich sage, meine Zeichenfläche, meine Anwendung soll 500 mal 500 Pixel groß sein. Und wenn ich jetzt auf den Startbutton klicke, dann sehen wir immer noch nichts, aber die Fenstergröße ist schon mal angepasst. Das zweite, was ich mache, ist, ich schreibe jetzt in die Draw-Methode was rein. Und zwar sorge ich dafür, dass jedes Mal, wenn diese Draw-Methode aufgerufen wird, und Sie erinnern sich, das passiert automatisch, da muss ich überhaupt nichts tun, der komplette Hintergrund von meiner Zeichenfläche in einer bestimmten Farbe eingezeichnet wird. Und das ist die Draw-Background-Methode. Die Draw-Background-Methode bekommt einen Parameter übergeben, und zwar eine Farbe. Sie erinnern sich, Farben habe ich ganz am Ende von der Vorlesung vorgestellt. Wir können auf vordefinierte Farben zugreifen, zum Beispiel colors.red oder colors.write, steht jeweils für die Farbe, für die dieses englische Wort steht. Und damit sorge ich jetzt zum Beispiel dafür, dass jedes Mal, wenn diese Methode aufgerufen wird, weiß als Hintergrundfarbe für meine Szene gesetzt wird. Damit wird automatisch alles, was zu diesem Zeitpunkt noch sichtbar ist auf dem Fenster, auch übermalt mit dieser Farbe. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, sehen Sie vielleicht so ein bisschen im Stream hoffentlich auch, dass das Fenster jetzt weiß ist. Wenn Sie kein Problem mit flackernden Farben haben, ganz wichtig, machen Sie das wirklich nur, wenn Sie kein Problem damit haben, dann können Sie auch mal sowas ausprobieren. Das schaut ganz lustig aus. Get random color. Damit sorgen wir dafür, dass jedes Mal, wenn diese Draw-Methode ausgeführt wird, eine Zufallsfarbe bestimmt wird und die als Hintergrundfarbe gesetzt wird. Das nehme ich jetzt aber ganz schnell raus, damit es keine Probleme bei Ihnen gibt. Wenn Sie möchten, können Sie das ja mal ausprobieren. Aber nochmal, dann flackert Ihr Bildschirm eine ganz komisch, und vielleicht ist das nicht für jeden angenehm. Ich möchte jetzt, nachdem ich diesen Hintergrund eingezeichnet habe, jedes Mal einen Kreis in die Mitte von dieser Zeichenfläche zeichnen. Und wenn ich irgendwelche grafischen Objekte in dieser Graphics-App zeichnen möchte, mache ich das, indem ich ein Objekt erstelle, was dieses grafische Element repräsentiert, und für dieses Objekt eine Vorlage benutze, eine Klasse, die der Kategorie oder der Form des gewünschten Elements entspricht. Das ist jetzt ganz kompliziert. Heißt eigentlich nur, wenn ich einen Kreis zeichnen möchte, erstelle ich einen neuen Kreis und zeichne den dann. Und Kreise werden in der Graphics-App durch die Klasse Circle repräsentiert. Das heißt, wenn ich ein neues Objekt erstellen möchte, dann mache ich das, indem ich einen neuen Kreis, ein neues Objekt der Klasse Circle auch entsprechend in meinem Code anlege. Und damit ich dann irgendwas damit machen kann, wenn dieser Kreis erstellt worden ist, speichere ich den in der Regel direkt in einer Variable vom richtigen Typ. Das heißt, was wir jetzt machen ist,
Wir legen uns hier eine Variable an vom Typen Circle. Für diese Art von Werten, das sind Objekte, also keine primitiven Datentypen mehr, gilt immer, der Datentyp entspricht der Klasse, von der Sie ein neues Objekt in dieser Variable speichern möchten. Ich nenne das Ganze myFirstCircle. Das ist der Name der Variable. Also ich habe jetzt hier an dieser Stelle in meinem Code eine Variable angelegt, in der ein Kreis gespeichert werden kann. Und jetzt können wir gleich wieder Deklaration und Zuweisung verbinden. Wir erstellen jetzt ein neues Objekt von oder aus dieser Klasse. Wird eingeleitet mit diesem Schlüsselwort new. Heißt immer für uns erstmal, es wird ein neues Objekt erstellt. Was für ein Objekt wird erstellt? Ein Objekt der Klasse Circle. Und bei diesem Erstellen dieser Objekte müssen wir jetzt auch wieder Parameter übergeben. Parameter, die bestimmen, was für ein ganz konkreter Kreis hier erstellt werden soll. Also hierhinter verbirgt sich eine Methode, die gibt was zurück. Was gibt die zurück? Einen neuen Kreis. Was erwartet die als Eingabe? Einen Set an Parametern, was diesen neuen Kreis beschreibt. Und diese Werte, das müssen Sie entweder nachlesen oder sich dann so langsam merken, müssen in einer bestimmten Reihenfolge eingegeben werden. Ganz konkret für einen Kreis müssen wir sagen, wo befindet er sich auf dem Bildschirm? Das sind X- und Y-Koordinaten, also zum Beispiel 50, 50. Wir erzeugen einen Kreis an der X-Position 50 und an der Y-Position auch 50. Das ist der Mittelpunkt des Kreises. Dann sagen wir, dass der Kreis vielleicht 50 Pixel im Radius sein soll. Und wir sagen, dass er rot sein soll, dass er in rot eingezeichnet werden soll. Und damit haben wir unseren ersten Kreis erstellt mit genau diesen Werten und den in dieser Variable gespeichert. Wenn ich jetzt den Code ausführe, wird jedes Mal, wenn die Draw-Methode ausgeführt wird, dieser Code ausgeführt, der Hintergrund wird weiß eingezeichnet und es wird ein neuer Kreis erstellt. Den Kreis sehen Sie aber nicht. Damit der Kreis sichtbar wird, müssen Sie jetzt noch eine weitere Sache machen. Sie müssen diesen Kreis, der in der Variable myFirstCircle gespeichert ist, ganz bewusst durch den Aufruf einer Methode zeichnen. Das ist so ähnlich, wie wenn Sie Bouncer gesagt haben, er soll sich bewegen. Sie haben Bouncer angesprochen. Vielleicht haben Sie mittlerweile sich schon gedacht, nach der Vorlesung heute, offensichtlich gibt es in dem Programm eine Variable, die heißt Bouncer und da wohnt dieser Roboter drin. Punkt, um dieses Objekt, was in der Variable ist, anzusprechen und dann eine Methode, die dieses Objekt hat. Methoden, das werden wir vor allem, wenn wir dann selber Klassen schreiben, lernen, sind auch in der Klasse definiert und alle Objekte, die vom Typen dieser Klasse sind oder von dieser Klasse erstellt worden sind, verfügen über die Methoden, die da definiert worden sind. Jeder Circle hat eine Methode Draw. Wenn die ausgeführt wird, wird dieser Kreis an der Position, an der er sich aktuell befindet, mit dem Radius, den er aktuell hat und der Farbe, die aktuell gesetzt ist, eingezeichnet. Wenn ich jetzt mein Programm ausführe, sehen Sie einen roten Kreis ganz oben in der Ecke. Mittelpunkt von dem Kreis ist 50, 50, das ist dieses, ist hier ungefähr. Das Koordinatensystem von unserer Graphics-App beginnt hier oben, nicht hier unten, wie Sie das vielleicht aus der Mathematik kennen. Das hier oben ist der Punkt 0, 0 und das hier unten ist der Punkt, jetzt in unserem Fall 500, 500, weil unsere Zeichenfläche 500 Pixel breit und 500 Pixel hoch ist. Und da ist jetzt unser erster kleiner roter Kreis drin. Spektakulär, oder? Bis dahin verständlich. Schreiben Sie mal kurz in den Chat rein. Bis dahin verständlich oder unverständlich? Passt. Dann möchte ich jetzt zum Abschluss, um Sie rauszuschmeißen, diesen Kreis bewegen. Und damit das funktioniert, verschiebe ich jetzt die Initialisierung von diesem Kreis, also das Erstellen von dem Kreis, raus aus der Draw-Methode rein in die Initialize-Methode.
Ignorieren Sie hier mal unten den Fehler. Folgen Sie mir erstmal in die Initialize-Methode. Wenn mein Programm startet, erstelle ich mir diesen Kreis. Ich positioniere den an der Position 50-50, gebe dem einen Radius und gebe dem eine Farbe. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte in dieser Draw-Methode zuerst den Hintergrund neu weiß einzeichnen. Dann möchte ich diesen Kreis ein Stückchen bewegen, vielleicht in Richtung Mittelpunkt oder so, und dann möchte ich ihn zeichnen. Was muss ich machen, damit ich an dieser Stelle hier auf ein Objekt zugreifen kann, was ich hier an dieser Stelle erstellt habe? Ich meine damit wieder diese Variable. Was muss für diese Variable hier gelten oder wo muss ich diese Variable hin verschieben, damit ich die nicht nur in der Initialize-Methode verwenden kann, sondern auch in der Draw-Methode? Vorschlag von Ihnen? Vor dem ersten Override. Das ist jetzt ein ganz genauer Hinweis an diese Stelle. Oder allgemeiner gesagt, ich muss diese Variable nicht in der Methode definieren, sondern ich definiere diese Variable auf Klassenebene. Das heißt, ich erstelle mir hier in den ersten geschweiften Klammern von meiner Graphics App eine neue Variable, myFirstCircle. Und in der Methode speichere ich dann in genau diese Variable, die ich hier nicht nochmal neu anlege, sondern auf die ich nur zugreife, den neuen Kreis rein. Und nochmal, damit Sie sich das nicht falsch angewöhnen, auch wenn wir es noch nicht genau geklärt haben, schreiben Sie zur Sicherheit da immer so ein Private davor, weil Sie das später auf jeden Fall machen werden. Neue Variable auf der Ebene der Klasse mit einem Namen myFirstCircle und mit dem Datentyp Circle. In der Initialize-Methode erstelle ich einen neuen Kreis und speichere den in diese Variable rein. Jetzt kann ich jedes Mal, wenn die Draw-Methode aufgerufen wird, auf diesen Kreis zugreifen, der hier in dieser Variable gespeichert ist. Draw wird immer nach dem Aufrufen der Initialize-Methode das erste Mal ausgeführt und kann den zeichnen. Dann hat sich in unserem Programm noch nicht so viel geändert, aber der Aufbau von unserem Programm ist geändert worden. Das Ergebnis ist das gleiche. Jetzt kann ich eine Sache machen, die ich vorher nicht machen konnte. Ich kann in der Draw-Methode, bevor ich den Kreis zeichne, die Move-Methode verwenden, um die X- und die Y-Position von diesem Kreis leicht zu verändern. Was ich jetzt als Parameter übergebe, ist die Anzahl der Pixel, auf denen oder die Position von diesem Kreis sich auf der X- und auf der Y-Achse verändern soll. Ich sage, der Kreis soll sich auf der X-Achse um einen Pixel nach rechts bewegen und auf der Y-Achse soll er sich einen Pixel nach unten bewegen. Ich kann da auch negative Werte angeben, dann ist die Bewegungsrichtung auf den Achsen nach links bzw. nach oben, weil ja ganz oben der Ursprung ist. Das heißt, mit jedem Aufruf der Draw-Methode bewegen wir unseren Kreis genau einen Pixel auf der X-Achse und einen Pixel auf der Y-Achse. Das heißt, diese Positionsinformation, die wir am Anfang mit 50-50 initialisiert haben, wird ständig angepasst. Und dann zeichne ich den Kreis. Beim nächsten Aufruf der Draw-Methode übermale ich wieder alles, indem ich den Hintergrund weiß einzeichne. Ich bewege den Kreis wieder ein Stückchen, wieder in eine bestimmte Richtung und ich zeichne ihn. Und da das immer der gleiche Kreis ist, verschiebt sich dadurch die Position von dem Kreis immer weiter Richtung unten rechts. Und das schaut dann im Ergebnis so aus. Ich hoffe, Sie sind begeistert von dieser wunderbaren Animation. Es geht dann auch irgendwann raus. Wenn die Werte für X und Y zu groß werden, dann ist das Ganze nicht mehr in dem sichtbaren Bereich unserer Anwendung. Es wird auch dann entsprechend nicht mehr dargestellt, aber der Kreis bewegt sich jetzt hier irgendwo rund. Es ist leicht aus meinem Monitor rausgefallen und kommt auch nicht mehr zurück, solange wir ihm das nicht sagen. Schauen Sie mal, wenn Sie diesen Fehler bekommen, den Sie gerade geschrieben haben, ob Ihre Initialize-Methode wirklich so ausschaut hier, wie wir das gemacht haben, ob Sie vor allem hier dieses Circle, was da am Anfang vorher stand, rausgenommen haben. Also ganz wichtig ist, dass Sie in dieser Initialize-Methode diesen neuen Kreis in genau die Variable speichern,
in die wir auch hier unten in der Draw-Methode drauf zugreifen. Dann würde ich sagen, ich zeige Ihnen noch eine etwas schönere Animation, die man mit der Graphics-App machen könnte. Mal schauen, ob ich das auf die Schnelle finde. Bleiben Sie eine Sekunde noch bei mir. Dann haben wir es gleich. Ich brauche Wartemusik. So. Okay. Ich habe mein Beispiel gefunden. Auch hier wieder der Hinweis. Alle Objekte, die man oder alle Variablen, die Sie überall in dem Programm brauchen, einfach auf dieser Klassenebene anlegen. Das heißt, vor diesem ersten Override, das Override aber nicht zu stark interpretieren, das muss da gar nicht stehen. Das ist ein Hinweis, der jetzt gar nicht so was spezifisch mit unserem Programm zu tun hat. Aber ja, genau an diese Stelle, und dann können Sie in allen Methoden darauf zugreifen. Es wird später noch ein bisschen anders vielleicht in unserem Programm ablaufen, aber erstmal ist es genauso, wie Sie gesagt haben. Das hier ist ein zweites Beispiel. Da gibt es gleich vier Kreise und die bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Können Sie auch alles in den Kommentaren nochmal durchlesen. Das habe ich Ihnen auch schon verlinkt. Und wenn Sie das öffnen, dann sehen Sie das. Und jetzt sind Sie vollends begeistert. Vier Kreise, die sich aus dem Bildschirm rausbewegen. Kleiner Hinweis noch. Ich habe die Farben, die ich da benutzt habe, hier ganz explizit durch das Mischen von diesen RGB-Farbräumen, die ich in der Vorlesung erwähnt habe, selber bestimmt, weil die Farben, die so in der Graphics-App drin sind, die sind nicht so schön. Also es sind so ganz knallige rote und andere Farbtöne, die sind nicht so schön aufeinander abgestimmt. Wenn Sie Farben brauchen in Ihrer Graphics-App und das ein bisschen schöner ausschauen soll, nehmen Sie diese hier und genau diese vier Zeilen, und das ist jetzt meine letzte Information für heute, die vier Konstanten für vier schöne Farben, für ein schönes Rot, für ein schönes Gelb, für ein schönes Grün und für ein schönes Blau definieren. Genau diese vier Zeilen habe ich Ihnen als kleines Geschenk auch in den Grips-Kurs gepackt. Die können Sie so, wie Sie hier die sehen, rauskopieren, in jedes Ihrer Graphics-App-Programme in Zukunft ganz oben reinkopieren und dann immer diese Farben verwenden über diese Konstanten, und dann schaut das nicht ganz so schlimm aus, sondern haben Sie hier diese schönen, aufeinander abgestimmten Farben, mit denen Sie alles Mögliche machen können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Aufzeichnung von dem Stream, wie immer, im Anschluss gleich auf Twitch und dann später, wenn ich dazu komme, das zu schneiden, auch für die Ewigkeit auf YouTube. Von meiner Seite war es das jetzt aber erstmal für heute. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen den Übergang in die Graphics-App erleben können und haben vor allem ein bisschen was für die Studienleistung und die Übungsaufgaben noch mitnehmen können bezüglich Parameter und Rückgabewerte. Und dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen erstmal noch einen schönen Abend. Und wir sehen uns in der nächsten Vorlesung bzw. dann nächsten Dienstag wieder in der Zentralübung. Wenn es noch Fragen gibt, gerne einfach in den Discord posten und da antworte ich bzw. antworten die anderen Kollegen und Kolleginnen Ihnen dann gerne. Bis dahin, haben Sie eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.